Ich dachte mir, geil, ich bin mit das Pudox schon los von Herr Baro und jetzt fängt er mit Morlord genau den gleichen Mist in Grün an. So, drauf. Step-Bonus, Vierfachschwäche. Es hält trotzdem die Attacke aus. Gut, Erdbeben wird jetzt ihm egal, wird mir egal sein, weil Erdbeben ist für mich nicht, ist nicht effektiv gegen Typ Pflanze. Das ist nur Überreste, hast du? Die Frage ist, was kannst du noch? Was hast du noch in der Hinterhand? Warlord jedenfalls nicht mehr. Das haben wir. Ja, doch relativ easy weggesteckt. Level 60 für Krammschiff. Wie gesagt, die Top 4, das wird eine harte Nummer. Definitiv. Auch mit der Stärke Level. Mit der Levelstärke, die wir haben. Mogelbaum. Typ Gestein. Sinnvoll. Definitiv. Ich kann diesen Move verstehen. Mogelbaum ist Typ Gestein. Gestein hat. Eis hat eine Schwäche gegen Gesteinsattacken. Kann ich also ein bisschen verstehen, was er da jetzt gerade bringt. Aber mal gucken. Ich gehe jetzt mal auf Ableitieb. Du Arsch hast Robustheit. Oder was? Dazu nicht. Ah, oh, nee, und sagt. Ist ja trotzdem so weggesteckt. Gut, okay. Risikodeckel sitzt so ein. Was machst du jetzt? Du müsstest jetzt eine Dings kriegen. Hast du nicht. Hey, warte mal. Hey. Okay, so. Hast du nicht irgendwie die Risikotackle Schaden genommen? Aber gut, okay. Yes. Das heißt, ich kriege auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen KP zurück. Und Mogelbaum ist weg. Mogelbaum ist übrigens nur vom Typ Gestein. Das ist nicht vom Typ Pflanze. Damals, als ich erstmal Gold und Silber gespielt habe, dachte ich mir, ja, das ist zum Typ Pflanze und dann Feuer-Pokémon eingesetzt. Weil ich eigentlich meistens mit dem Feuerstarter beginne. So, Galoppa Level 60. Ende des Monats kommen ja mit zwei weiteren Pokémon-Editionen wieder was Neues raus. Ja, das werden wir wahrscheinlich, zumindest eine davon, auf jeden Fall jetzt playen. So, Welter. Welter. Welter ist ebenfalls vom Typ Boden und Wasser, genauso wie Morlord. Dementsprechend ist Rexplisa nicht die allerschlechteste Wahl. Die Frage ist, was hast denn du danach noch? Also festen Druff mit Rasierblatt. Willst du mich jetzt eigentlich gerade verarschen? Du steckst die Attacke weg. Die wissen alle, was sie machen. Die wissen alle, was wir machen. Das ist natürlich jetzt auch die Initiative. Du gehst natürlich auf die Initiative. So, jetzt gehe ich drauf, wenn wir Glück haben. Komm jetzt. Ist das Pizza? Ach, wollt ihr mich eigentlich gerade ein bisschen nutzen, Leute? Was soll das? Mann, jetzt kommt er mit so einer Kackattacke, weißt du? Rülpser. Ist auch sehr effektiv. Ist bestimmt Typ Gift. Könnte ich mir vorstellen, zumindest. Gerechnet habe ich damit nicht, ehrlich gesagt. So, dann gehen wir auf Psychokinese und holen dieses Welder mal über die Spezial weg. Sehr gut. Dann hast du das auch weg. Level 64 für Ramaidon. Geowatz. Geowatz. Okay. Dann mal drauf. Ja, das war mir fast klar. Entweder hast du die Attacke jetzt so überlebt oder du hast die Robustheit. Obwohl, Moment, es gibt keine Fähigkeiten, glaube ich. Oder? Doch, klar, muss es, gibt es natürlich, klar. Gibt es Fähigkeiten. Überbrückung mit TC, das sind natürlich alles.
Fähigkeiten. So. Lass mich doch. Ich mach das jetzt anders. Ich spiele mich jetzt auf Zeit. Ich ziehe jetzt einen Beleber. Und hol mir meinen Drecks Bizarre wieder zurück. Wer weiß, wofür ich es noch brauche. Okay. So, jetzt bügel das Viech erstmal weg. Danach hast du noch eins. Ich glaube, ich habe eine Vermutung, was es ist. Auch ein weiteres Pokémon, was ich so ein bisschen überlegt hatte, ins Team zu holen. Ernsthaft? Jetzt überlegt es wieder. Mogelbaum hast du damit eben weggeholt. So, Spukball. Haha, Dankeschön. Sehr geil. So, dann geht erstmal das gute Pokémon baden. Hypoterus. Auch von Typ Boden. Ja, ich weiß, ein Wasser-Stahl-Pokémon ist nicht die allerklügste Wahl. Das ist nur eine andere. Es ist nur eine Alternative. Ich will es versuchen, mit Hydro-Pumpe wegzuholen. Sein Sandsturm dürfte mir nicht wehtun durch den Stahltyp. So, jetzt hoffe ich, dass ich treffen kann. Ja. Und tschüss. Bevor es irgendwie nur Ärger macht. Das war's. Also, ich dachte, wir haben eine etwas längere Folge heute. Die haben wir tatsächlich nicht. Die ist nämlich kürzer sogar als die vorletzte. Nun, Kindchen, ich muss schon sagen, das war sehr beeindruckend. Deine Pokémon haben an dich geglaubt und ihr Bestes für den Sieg gegeben. Obwohl ich verloren habe, muss ich doch irgendwie grinsen. Du bist etwas Besonderes, Kindchen. Es gibt nicht schön aus Versehen, wie ihr Trainer und Pokémon zusammenarbeitet, um einen Sieg zu erringen. Das ist schließlich, was wahre Stärke ausmacht. Ich glaube, euch hält so schnell keiner auf. Gut. Dann dürft ihr jetzt als nächstes Psycho hochkommen. Lucius, glaube ich, hieß er. Oder Lucian. Naja, wir lassen uns überraschen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Strahlender Diamant und dann geht's weiter mit dem zweiten Teil der Top 4. So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Pokémon Strahlender Diamant. Wir machen heute weiter mit den Top 4. Und Trainer Nummer 3. Nee, es ist mein bester Best Friend. Den kennen wir doch, der gute Ignat. Den haben wir doch im Sonnenweg schon getroffen. Hey Trainer, ich glaube, es kann man warten, bis du endlich hier auftauchst. Ich habe gehört, was du im Sonnenweg mit Volk dafür gemacht hast. Dass du Feuerwehrkämpfe wieder vereinfacht. Da brauche ich darauf, dir endlich im Kampf begegnen zu können. Ach, Lucian war ganz eine andere Edition. Ach, wer ist denn der vierte? Wir werden es gleich erfahren. Ich glaube, ich war die ganze Zeit bei dem Psychotyp. Aber es kann auch sein, dass es die letzte ist. Ich weiß es echt nicht mehr, Mann. Schon so lange her. Jedenfalls fängt er mit Galoppa an. Wir gehen auf Surfer. Hypnose? Willst du mich eigentlich flachsen? Was sind das für Attacken? Also jetzt nicht unbedingt, was ich erwartet hätte. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass er mit Hypnose kommt. Also ich hätte vieles zugetraut, aber nicht das. Nitrolado. Okay, damit pusht du erstmal deine Psycho. Deine Dings. Ja, ich muss jetzt hoffen, dass er da einmal daneben schlägt. Dass ich weiter drauf gehen kann. Nitrolado. Okay, geht weiter auf Nitrolado. Soll mir persönlich recht sein. Er pusht nur seine Initiative, nicht seinen Angriff. Frage ist, wie ist denn deine Spezialwerte? Wir sehen es gleich. Okay, mies. Damit hat sich das schon mal erledigt mit Galoppa. So. Level 60.
Okay, auch jetzt etwas, was ich nicht erwartet hatte mit Schlapohr. Typ normal. So. Naja. Gucken wir mal, Ablativ, Kraftwelle. Soll ich auf Kraftwelle gehen? Ja, ich gehe auf Kraftwelle, komm. Feuerschlag. One hit. Sogar Volltreffer. Okay, das nächste, was eigentlich relativ machbar ist. Stalos vom Typ Stahl und Gestein. Auch kein unbedingt kein Feuer-Pokémon. Warum auch immer er mit sowas ankommt. Naja, soll mir relativ egal sein. Ich muss es eh killen. Okay, der Ablativ, der nimmt das nicht komplett raus. Dafür sind seine Werte ziemlich gut. Auch Stalos war eigentlich nochmal eine ganze Weile eine Idee, ob ich es nehmen soll. Und der Eisenschweif verfehlt. Ja, wird es der tatsächlich relativ einfachste Kampf der Top 4. Sein drittes Pokémon fällt auch relativ schnell. Er kommt bis jetzt doch gar nicht dazu, seine Top-Genesung einzusetzen. Trifft Zeppeli. Trifft Zeppeli. Vom Typ Flug und Geist. Auch kein Feuer-Pokémon. Was hast du denn für Fremdtypen die ganze Zeit? Ich dachte, du bist ein Trainer von Feuer-Pokémon und nicht mit sowas. So, das heißt, mit